Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Diablo 2 Snaymod. Ja, das letzte Mal haben wir eigentlich die erste Quest gemacht, genau. Und haben schon einmal den Firestormer ein bisschen gelevelt. Haben zwei Skillpunkte bekommen, die wir jetzt noch nicht ausgeben können. Und jetzt hat Kasia eine neue Quest. Da müssen wir die Rabe da töten. Blutrabe, genau. Ja, die Blutrabe und die ist schon ein bisschen schwer in diesem Spiel, weil der Friedhof, wo sie ist, hat noch sehr viel schwerere Gegner, also das ist ein bisschen hochleveligeres Gebiet. Das werden wir mal auslassen bis später. Machen zuerst die dritte Quest und dann kommen wir wieder zurück, um dann eben die zu töten und dann auch einen Begleiter zu haben. Aber wahrscheinlich kann man auch einen Begleiter schon anhören. Guten Tag. Nein, können wir noch nicht, aber wir kommen ja gleich wieder zurück zur Kasia. Und dann geht das. Nehmen wir ein bisschen Stamina über einen Charm mit. Die Charm, die wirken schon im Inventar. Die muss man nirgends ausrüsten. Die wirken wirklich schön im Inventar. Und ja, geben Bonus. Plus 87 Maximum Stamina. Also Stamina ist die Ausdauer. Also wie lange man laufen kann, ohne zu ermüden. Und dann gibt es noch andere Sachen. Je nachdem müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr so viel Energy statten. Weil, also am Endgame haben wir so viel Mana. Das ist unglaublich, das hat fast nicht Platz. Also das ist gigantisch. Mehrere Items mit Kills, Mana per Kills. Also richtig cool. Und leider ist momentan ein bisschen Fraps am lecken. Kurzen Moment. Mist, Mist, Mist. Ich habe so irgendwie Werbeviren plötzlich drauf. Da muss ich denn schauen, dass ich die wegkriege. Weil so einfach mit einem Antivirus geht es nicht weg. Da muss ich dann wirklich schauen, wie es geht. Ich hoffe, es laggt nicht allzu sehr. Aber es sollte eigentlich gehen, es ist stabil. Zwar nur 25 FPS, aber das reicht. So. Ah, die sind schwer so anzugreifen. Die müssen wir schon fast mit dem Feuersturm angreifen. So, machen wir ein bisschen Vitalität. Ist auch sehr wichtig. Und ja, wir müssen Stufe 20 werden, um die nächsten Skills freizuschalten. Hui, das wird... Es geht noch einige Zeit. Müssen wir vorsichtig sein, der Mod ist nicht ohne gute Items. Also mit Items, mit guten Items ist der Mod relativ leicht, aber zuerst muss man alle mal finden. Und das ist am Anfang noch nicht gegönnt. Da müssen wir wirklich auf Magic Find gehen. Oh, überall Champions. Verschlossen. Heftig, heftig. Ja, und jetzt laggt es leider nochmals. Aber es ist auch schon wieder vorüber. So. Töten wir hier überall diese nervigen Gegner. Mana geht aus. Bisschen Mana-Tränke trinken. Ja, es laggt sogar irgendwie ein bisschen von den Gegnern aus. Obwohl es im Singleplayer ist, irgendwie geht das nicht. Wahrscheinlich ist die Animation einfach nicht so gut. Und ein Ring. Schauen wir gleich mal an. Hm. 60 Gold. Nee, das ist nicht so gut. Lassen wir.
Wir haben hier sonst noch genau den ab Stufe 10. Der ist sehr wichtig. Mana nach Kill ist sehr wichtig. Vor allem für Magier, wie wir sind. So, jetzt machen wir schon 16 bis 37 Schaden. Ah, hier ist der Bishibosch. Er gibt noch recht viel Erfahrung. Da ist er. Aber ist leider Feuer immun. Das ist nicht gut. Haben wir schon den ersten immunen Gegner. Aber der ist schon Geschichte. So. Hier auch. Wo ist der letzte? Ah, ist keiner mehr. Okay. Ach gut, die Schamanen, die nerven halt ein bisschen. Ein Amulett. Auch nice. So. Hier ist noch der letzte gewesen. Aha. Schauen wir mal die Items an. Fire Resist brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Ist auch nicht gut. So, die nächste Ebene, das Feld der Sterne. Steine. Hier liegt es noch ein bisschen. Aber hier gibt es sehr langsame Gegner. Das ist gut für uns. Wespennester. Oh. Die Bogenschützen, die sind schwer momentan noch. Ich komme nicht dran. Ja, nicht erwischen lassen von denen. Der ist sogar noch Feuer verzaubert. So. Skull, sehr wichtig. Also nicht für diesen Charakter, aber für Nahkämpfer wegen dem Mana After. Also nach dem... nach dem Angriff, genau. Ja, irgendwie ist dieses Gebiet noch ein bisschen zu schwer für uns. Wir brauchen unbedingt Mana-Tränke. Hier haben wir aber den Ring, den guten. Ja. Gehen wir mal in die Basis. So, trinken mal ein bisschen. Und hier mal auf Dexterity. Können wir schön weiter skillen. Da bekommen wir noch sehr viel per, also mit dem Bonus über, zum Beispiel Molten Boulder, also Felskugel, irgendwas so, plus 46% Fire Damage pro Level und Fissure auch. Das ist, glaube ich, Eruption und so irgendwas. Also seid gegrüßt. Jo, ups. Alles verkaufen. Oh, hier haben wir noch eine bessere Rüstung. Die Slots sind sehr wichtig. Aber die müsst ihr schon behalten. Also, wenn ihr noch nicht bessere Ausrüstung habt. Haben die nicht genau alle miteinander kaufen. Mit Umschalt und rechter Maustaste kann man alle Tränkeslots füllen. So, dann haben wir hier MF, also 9% Chance auf bessere Items. Tun wir hier in die Rüstung rein.
Und sonst Resistenzen, aber wir haben kein Schild. Könnten wir auch eins holen, also holen wir das mal. Ja? Dieses können wir verkaufen. Schild haben wir hier nicht. Also ein großes Schild, aber das können wir noch nicht tragen. Auf zum Geschäft. Und hier haben wir aber auch mit Slot. Gut. Sehr schön. Und hier. Was haben wir denn hier? Poison Resist wären das. Stiefel. 15 zu Dexterity. Ja, wäre nicht schlecht. Okay. So, Dele. Der Diamant tun wir hier hin. Und ja, die zwei müssen wir nicht rein tun. Die Waffe können wir nicht, schade. Sonst hätten wir wirklich ein bisschen ein Life Leech und Mana Leech rein tun können. Aber ja, egal. So, machen wir hier weiter. Ah ja, wegen einem Begleiter, genau. Bietest du jetzt bitte Begleiter an? Das wäre wichtig. Hallo. Ja, sehr schön. Jo, nehmen wir die. Noch ein kurz ein bisschen ausrüsten. Was kann ich für euch tun? So. Danke. Danke. Und noch eine Rüstung. Okay. Sehr gut. Also jetzt haben wir eine Begleiterin. Die müssen wir noch ein bisschen trainieren, indem wir sie töten lassen. Bis sie dann genug stark ist, um eigenhändig zu töten. So zum Beispiel, genau, gut gemacht. Oh, das wird schwer so, da müssen wir ein paar töten. Wow, sehr stark. Genau, töte die. Mal schauen, was wir hier so finden. Wäre gut, wenn wir noch irgendwas finden. Hier sind viel zu viele Jägerinnen. Aber sie killt schon richtig gut, also. Vielleicht tankt sie auch ein bisschen. Ja, nicht abhauen, bitte. Okay. Du auch noch? Ja. Hopp. Schieß sie ab. Schieß ihn ab. Genau. Fertig. Scheinbar ist sie fertig. Wir könnten noch in die Höhle gehen. Hier ist irgendwo eine Höhle. Aber dort müsst ihr vorsichtig sein, weil es dort eine... Dort ist, glaube ich, die Kaltkrähe. Die hat Eisverzauberung, die friert dich ein und sobald du dich wieder bewegen kannst, hat sie dich eigentlich schon getötet oder überrascht oder irgendwas so. Und macht extrem viel Damage, also da müsst ihr aufpassen am Anfang. So, hier ist ja die Höhle, gut. Im Snee sind die Höhlen sehr dunkel, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht mit in die Gegner reinläuft. So, was haben wir denn zu statten? Vitalität. Hier können wir noch einmal ringsum gehen. Hier seht ihr ein bisschen eine grüne Aura. Könnt ihr nicht sehen, wo die Zombies sind.
die anderen Gegner haben keine Aura. So, sehr schön. Und nochmal sein Charm. Okay. Giftresistenz und mehr Gold. Oh, Vitalität, sehr schön. Stärke brauchen wir nicht. Ja, bei diesen Mods haben wir nur 4 Slots bei der Jägerin. Bei anderen Mods haben wir mehr. Schade, dass noch nicht das hier eingebaut wurde. Wäre uns gut gekommen, wenn wir ihr einen Ring hätten geben können oder so. Aber, ja. Der Mod wurde noch nicht mehr so viel und so oft weiterentwickelt. Der Afterlife-Mod wurde in letzter Zeit öfters abgedatet. Es wird immer noch schön abgedatet. Und dem habe ich aber Schwierigkeiten beim Installieren. Da muss ich dann noch schauen, wie ich den sehen kann. Und wenn ihr mal Bock hat, mit mir den Mod jetzt playen will oder so, sagt es bitte, weil ich brauche mehrere Leute. Also ohne andere Leute schaffe ich den wahrscheinlich nicht. Und das ist wirklich ein Hardcore-Mod, der auf 8 Spieler beruht. Und ohne die 8 Spieler ist es sehr schwer. So. Ja, Flamme, geh du ruhig an. Aber geht gut vorwärts, also der Mod, der hat keine lange Durststrecken mehr. Also wenn ihr irgendwas spielen wollt, das wenig Durststrecken hat, Snay ist sehr gut, also da kommt ihr schnell weiter. Und findet auch immer wieder Updates und so weiter. Oh, die macht Schaden. Sehr gut. Okay, nur halbes Leben verloren. Macht nichts. Und weiter. Wir müssen unbedingt Level 20 werden. Ja, jetzt geht's dann plötzlich schneller. Also nur die ersten paar Levels, bis glaube ich Level 13 geht's lang. Und dann geht's schnell. So. Oh schön, er hat noch getroffen. Weil die Feuerteile sind sehr unberechenbar und das war gut, dass es getroffen hat. Ja, zerstörte Dolche brauchen wir nicht. Eigentlich Köcher auch nicht, aber Scroll brauchen wir. So. Ja, weiter. Schon 19 bis 48 Schaden. Und das pro Sekunde, also richtig genial. Solange als die Gegner im Feuer sind, kriegen sie also das pro Sekunde. So, da gehen wir mal nach unten. Einfach nicht zu weit. Ding und vielleicht mal ein bisschen casten zum Licht machen. Okay, hier ist die untere Höhle. Da müssen wir Kaltkrähe gar nicht sehen. Oh, hier ist noch richtig stark die Blitzverzauberungen. Da müssen wir aufpassen. Und eben die Kaltverzauberungen sind auch sehr stark. Und werden auch später noch extrem stark sein. Wenn die Gegner ganz viel Leben haben, dann machen diese Verzauberungen viel mehr Damage. Da müsst ihr aufpassen. Aber wir haben ja bald nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Also auf Stufe 20 haben wir dann die Oak Sage. Da haben wir richtig gutes Life-Polster.
So. Machen wir hier mal ein Schutzportal. Weil hier kommen viele Champions. Viele von diesen goldenen Gegnern. Ja, hallo. Was wollt ihr hier werfen, hä? Pfeilchen? Hab ich doch keine Angst davor. Oh, ein Large Charm, gut. Und ein Amulett. Hui, finden wir coole Sachen. Richtig nice. Weiter. Jo. Mit dem wie stärker. Richtig geil. Fast Cast brauchen wir noch nicht. Aber MF. Damage brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir Magier sind. Okay. Ein bisschen Gold, das müssen wir nicht mitnehmen. Okay, hier haben wir schön viele Mana-Tränke, die großen als die mittleren. Ja, toll. Aha, kannst nicht töten. Und hier haben wir unser erstes Rare-Item. Schauen wir gleich mal an. Für Level 20, schade. Hm. Aber hat schon recht gute Sachen. Zum Beispiel Autoreparatur. Nice. So, haben wir noch mehr Resistenzen. Jetzt haben wir plus 12 Resistenzen auf dem Schild. Jetzt könnten wir noch in den Gürtel Diamanten reintun. Ja, die Stats sind eigentlich relativ gut. Wir haben sogar schon in normal Minusresistenzen. Jetzt haben wir plus 12 eigentlich bekommen. Haben wir minus 30 Resistenz. Minus. Hm. Ja. Also das ist die Damage-Reduktion. Das habe ich im ersten Part noch nicht genau gewusst. Das ist die physische Damage-Reduktion. Und das ist die Damage-Reduktion oder sogar die Absorption von Elementaren und Gift, glaube ich, oder? Kann das sein? Nein, Absorption, Gift gibt's nicht. Also sind das Blitz, Eis und Feuer. Jo. 18 MF haben wir durch die zwei. Ja. Gut. Später kann man dann über 4000 haben. Aber mehr bringt es nicht. Weil der Zähler, der updatet sich eigentlich dann immer nur noch per tausende Schritte. Und das letzte ist bei 4800, dann geht es nicht mehr weiter. Dann zählt der Zähler gar nicht mehr. Und deshalb bringt es überhaupt nicht so viel MF zu haben. So, die Sachen legen wir hin. Den brauchen wir nicht. Nehmen wir noch die Resistenzen mit. Die sind wichtig. So. Und Schlüssel könnten wir auch mal mitnehmen. Sehr schön. Jo, da mache ich nochmals eine kurze Pause, schlafe ein wenig und dann nehme ich wieder auf. Bis dann und jo. Viel Spaß noch mit den anderen Videos. Tschüss.